Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir möchten mit euch heute den Kindergottesdienst feiern. Und ich bin die Franzi. Und ich bin die Ines. Genau. Und wir machen heute eine schöne Stunde mit euch. Ach ja. Mit ein bisschen Basteln, einer schönen Geschichte. Und ja, wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich zu Hause auch mitsingen. Wir blenden euch nämlich die Liedtexte ein. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Genau. Ja, wenn ihr möchtet, wie gesagt, das erste Lied kommt jetzt. Das ist unser Standardlied, sag ich mal. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht schief. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht schief. Wir sind die Kinder im Leben der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Den Psalm, den wir jetzt zusammen sprechen möchten, kennt ihr schon aus den anderen Kindergottesdiensten vorher. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zu Hause auch die Bewegungen mitmacht. Der Psalm 27. Gott ist mein Schutz an hellem Tag. Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn er ist immer bei mir. Im Unglück ist mir Gott ganz nah. Und wenn mir Menschen Böses tun, ist er an meiner Seite und gibt mir Kraft und Mut. Gott ist mein Schutz an hellem Tag. Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn er ist immer bei mir. Wenn ich nicht weiß, was werden soll und keiner mir mehr helfen kann, zeigt Gott mir, was ich tun soll. Er steht mir immer bei. Gott ist mein Schutz an hellem Tag. Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn er ist immer bei mir. Im Leid und in der Traurigkeit hört Gott mein Weinen. Er hilft mir durchzuhalten. Er lässt mich nicht allein. Gott ist mein Schutz an hellem Tag. Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn er ist immer bei mir. Als nächstes möchten wir euch eine Geschichte vom Vertrauen erzählen. Nachts auf dem See. Es war bereits Nacht, als die Jünger wieder in ihr Boot stiegen. Jesus war noch nicht vom Berg zurückgekehrt. Sie fuhren ohne ihn los. Sie ruderten hinaus auf den dunklen See, aber sie kamen kaum voran. Der Wind blies ihnen ins Gesicht und die Wellen schlugen von vorne gegen das Boot. Sie ruderten und ruderten, doch es war, als ruderten sie nur auf der Stelle. Schon ging es auf den Morgen zu, aber das andere Ufer war noch fern. Die Jünger spähten über das Wasser. Plötzlich schrien sie auf. Was war das? Über dem Wasser leuchtete es hell. Hilfe, schrien die Jünger, ein Gespenst. Doch da hörten sie Jesus. Ich bin es, rief er über das Wasser. Fürchtet euch nicht. Die Jünger waren sprachlos. Wie war das nur möglich? Jesus war doch am Ufer geblieben. Wie war er plötzlich zu ihnen gekommen? Als erster fand Petrus wieder die Worte. Mutig rief er über das Wasser. Herr, wenn du mir befiehlst, komme ich zu dir aufs Wasser. Komm zu mir, rief Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, setzte seine Füße aufs Wasser und wirklich, das Wasser trug ihn Jesus entgegen. Aber plötzlich erschrak Petrus. Der Wind blies ihm ins Gesicht. Die Wellen schlugen über ihm zusammen. Herr, hilf mir, schrie Petrus. Ich ertrinke. Da spürte er eine Hand mitten im Wasser. Sie hielt ihn fest und trug ihn zum Boot. Die Hand Jesu. Sie hatte ihn vor dem Ertrinken bewahrt. Petrus, fragte Jesus, warum hast du mir nur so wenig vertraut? Und Jesus stieg mit Petrus ins Boot und der Wind legte sich.
Als die Jünger das sahen, fielen sie vor Jesus nieder und riefen vor Staunen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Bevor wir jetzt zum Basteln kommen, möchten wir mit euch noch die erste Strophe von unserem nächsten Lied singen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Jeder, der das Gesangbuch zu Hause hat, wäre das Lied Nummer 112. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Bei unserer heutigen Bastelaktion greifen wir das Thema von heute noch mal etwas auf. Ihr habt ja gehört, dass das ganz schön stürmisch war auf dem See. Drum habe ich mir gedacht, wir basteln heute ein Windspiel. Bei dieser Bastelaktion braucht ihr vielleicht zwischendurch die Hilfe eurer Eltern. Macht das nicht allein, sonst tut ihr euch weh. Als allererstes könnt ihr damit anfangen, heute Nachmittag, wenn das Wetter schön ist, einen Sonntagsspaziergang zu machen. Denn ich glaube nicht, dass ihr so ein langes Holz und diese kleinen Hölzer zu Hause habt. Deswegen geht in den Park, geht in den Wald, sammelt euch alles, was euch unter die Füße kommt. Ihr könnt lange Äste nehmen, ihr könnt kurze Äste nehmen, ganz egal. Ich würde heute mit euch gerne einen Fisch basteln, der ja auch zu unserer Geschichte passt. Ich zeige euch das erstmal an den normalen Sachen, die ich hier zu liegen habe. Und nachher werden wir unseren Fisch einblenden, dass ihr seht, wie ihr das vielleicht auch machen könnt. Wir haben, um es leichter zu machen, und da braucht ihr die Hilfe eurer Eltern, in diesen langen Stock schon mal ein paar Löcher gebohrt. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Und in die kleinen Hölzer, wo haben wir es? Hier. In die kleinen Hölzer haben wir oben auch ein Loch durchgebohrt, dass man dort einen Faden reinlegen kann. Die Fäden habe ich hier schon mal zugeschnitten. Für meinen Fisch brauche ich nachher 9 Stück. Das sind schon die 9. Und einen langen Faden nachher, um ihn an diesem langen Holz zu befestigen. Ihr könnt die Hölzer so lassen. Ihr könnt die Hölzer aber auch anmalen. Dazu nehmt ihr euch einfach etwas Farbe. Ich habe hier schon mal ein bisschen blaue Farbe. Einen Pinsel, das ist ganz normale Plackerfarbe. Und dann streicht ihr das Hölzchen einfach an. Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr das natürlich ein bisschen trocknen lassen. Sonst sind eure Finger nachher ganz bunt. Ich lege das jetzt einfach mal zur Seite. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ihr mit den Löchern machen könnt, die wir hier reingebohrt haben. Ich nehme mir mal ein extra Stückchen von dem Faden. Ihr fädelt hier einfach einmal durch. Wenn das schwer geht, könnt ihr den Faden etwas drehen, dann funktioniert es ein bisschen leichter. Und dann verknotet ihr das Fädchen hier oben einfach zweimal. Wenn eure Eltern keine Bohrmaschine daheim haben oder einen Akkuschrauber, könnt ihr genauso gut einen Faden nehmen und einfach um die Hölzer herum den Faden legen und einen ganz festen Doppelknoten machen. Ihr seht, das hält genauso gut. Wenn ihr den Faden jetzt an dem Stöckchen habt, dann kommt unser langer Stock zum Einsatz. Ihr könnt diesen Faden durch eins von den Löchern durchfusseln. Ich hoffe, das geht jetzt. Dabei dreht ihr den Faden auch immer ein bisschen. Dann geht es etwas leichter wieder. Und das ist mein Vorführeffekt.
Der Faden war zu dick vorne. Wenn das euch auch passieren sollte, dann schneidet ihr den Anfang einfach ab. Dann macht es euch ein bisschen leichter. Das Loch will nicht, ich nehme mal das nächste. Sonst müsst ihr so lange warten. Und wenn ihr den Faden durchgefädelt habt, macht ihr wieder einen Doppelknoten. Wenn ihr kein Loch in dem Holz drin habt, braucht ihr den Faden einfach wieder nur rumwickeln und auch ein paar Knoten machen. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Stöckchen hängt jetzt hier an dem großen Holz. Wie unser fertiger Fisch aussieht, das zeige ich euch gleich. Das mache ich eben mal nebenbei, aber ihr müsst nicht die ganze Zeit warten. Wir blenden euch das gleich ein. Wenn ihr aber nur die normalen Stöckchen nehmen wollt, macht ihr einfach so viele, wie ihr wollt, nebeneinander. Ich mache euch noch mal ein zweites nebendran, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Dann wieder zwei schöne feste Doppelknoten. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Und vielleicht hört ihr es sogar. Wenn die Stöckchen aneinander kommen und es ist ganz windig draußen, dann machen sie eine schöne Melodie. Jetzt zeige ich euch aber gleich, wie der fertige Fisch aussieht. Hier seht ihr unseren fertigen Fisch. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Wir haben ihn mal so hingelegt, dann seht ihr in etwa unsere Umrisse. Was jetzt noch fehlt, ist ein langes Band. Das macht ihr einfach einmal vorn, einmal hinten um den Stock rundherum. Wieder mit Doppelknoten schön festziehen. Und dann testen wir gleich mal, ob es funktioniert. Das könnt ihr irgendwo draußen hinhängen. Und dann hängt euer Fisch so im Wind. Und vielleicht hört ihr es. Wenn es ganz windig ist, dann macht er auch Geräusche. Wenn euch das alles zu umständlich ist, mit dem Holz suchen und dem Anmalen, oder es regnet heute Nachmittag, dann habt ihr noch eine zweite Variante. Eure Eltern haben bestimmt noch alte Schlüssel zu Hause. Ihr könnt euch ein paar von denen nehmen, einfach auch ein Band durchziehen, das Band wiederum auch an so ein großes Holz machen. Und ich habe hier mal zwei, wenn ihr euch vorstellt, es ist ganz doll windig, dann machen die auch schöne Geräusche. Das wäre die zweite Variante. Ihr könnt euch ja für eine entscheiden und dann werden das ganz sicher ganz, ganz tolle Projekte. Viel Spaß beim Nachmachen. Zum Schluss möchten wir mit euch noch die zweite Strophe aus unserem Lied singen. Also nur noch mal zur Info, Lied 112. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Jetzt ist unser Kindergottesdienst schon fast vorbei. Zum Abschluss möchten wir wie immer mit euch das Vaterunser beten. Nehmt gerne Mama und Papa an die Hand. Und wir dürfen uns ja nicht an die Hand nehmen, also bilden wir eine Brücke und beten zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Genießt die Ruhe und die Zeit. Wir wissen, es ist super anstrengend im Moment, auch für euch. Wir freuen uns schon bald, euch endlich wiederzusehen, weil für uns ist es auch nicht so schön ohne euch. Tschüss!